Grüß euch miteinander. Guten Abend. Mein Name ist Urs Gseller. Meine ist wieder Gress. Ich kann nicht runterkommen. Nein, bleiben Sie nur. Ich komme nur erholen. Von wo kommen Sie? Ich komme von Burgdorf, ich bin Emmental. Ah, ja, und ich ja. bin heute hier mit Magic Science. Und ich will es vorwegnehmen. Ich bin kein Künstler. Und ich bin kein Zauberer. Nein, auch nicht. Was? Zauberer. Nein, eben auch kein Zauberer, sondern ich spiele nur mit den Naturgesetzen, mit Chemie und Physik. So. Und das unter dem Motto: Wissenschaft macht Spass. Geil. Jetzt ist es so: Beruflich. Beruflich ja. mache ich vor allem Magic Science. Ich bin viel in den Schulen, wo Aha. ich auftrete. Ich entwickle für die Lehrer Experimente, die sie in der Schule zeigen können. Und heute mache ich zwei solche. Okay, wir sind gespannt. Ja, also, ich brauche das gar nicht zu sagen, die Bühne gehört Ihnen. Ja. Also, ich brauche aber zwei aus der Jury, zwei Freiwillige, die mir helfen können. Wir geben Ihnen die Schönsten vom Jury. Gerne. Suzanne und ich. Ja, okay, ja. Ich habe das natürlich, natürlich im Vorfeld das mit Kollegen geübt. Die sind heute alle nicht da. Die leben noch. Sie sind verletzt und die nicht mehr verletzt sind, haben gesagt, mit mir können sie nie mehr etwas machen. Hallo, Salli. Susanne. Wow. Also, ein Geschichtchen vorab. Ihr wisst, wenn ein Mensch etwas wirklich gut hat gelernt hat, dann kann man es für immer. Ja. Schwimmen, Velofahren oder zum Beispiel Zähneputzen. Zähneputzen ist etwas, das wir mehrmals täglich machen. Darum haben wir so schöne, weisse, kräftige Zähne. Ja. Genau. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum das Elefanten schön weisse Zähne haben? Ja, wer da auch putzt mit so einem Besen? Ja, in Natur, doch nicht in Natur, wissen die Elefanten, die müssen regelmässig zu den fluorhaltigen Elmex-Bäumen. Und dann können sie die Zähne dort treiben und darum haben sie so schöne Zähne. Aber du hast recht, im Zoo können sie das nicht. Und dort machen die Tierpfleger vor allem das machen. Ein bisschen grössere Zahnbürsten. Aber dann ihr Problem ist das Zahnpasta. Kleine Tübeli braucht Unmengen von Tauben. Und darum haben wir eine Methode erfunden, wie wir schnell sehr viel Zahnpasta machen können. Und das machen wir jetzt miteinander. Jetzt ist es so, ihr müsst euch ein bisschen schützen mit einem Schurz. Das ist ein bisschen Blut nachher. Könnt ihr das einander hinten bingen, wenn ihr nicht selber könnt? Schöner Moment. Sehr gut. Und wir tragen alle, wie immer in Chemie, eine Schutzbrille. Ja. Ah, sorry, so gemein. Mach selber. Sorry. Schau, du kannst auf der Seite, ich bin in der Mitte, und du kannst hier eine Schutzbrille tragen, Susanne. Es ist so, Zahnpasta machen wir folgendermaßen. Ich habe hier sechs Kolben und überall habe ich Wasserstoffperoxid drin. Wasserstoffperoxid ist Wasser, H2O, und ein zusätzliches Sauerstoff dran, H2O2. Und weil wir hier im Fernsehen sind, machen wir noch ein bisschen Farbe. Und überall tun wir noch ein bisschen Schaum rein, weil wir gerne, wenn es ein bisschen Schaum über die Zahnpasta. Und jetzt kommt der schwierigste Teil, den ich euch brauche. Ich zeige euch, was wir machen. Wir haben alle zwei Bechergläschen mit einem Katalysator. Wenn wir den reinleeren, dann wird der Wasserstoffperoxid gespalten. Und wir haben nur noch Wasser und es entsteht Sauerstoff. Und der Sauerstoff der bleicht und der macht die Zähne schön weiss. Und beim Coiffeur, gell, du weisst es, die Haare blond. Ganz genau. Jetzt zeige ich euch, wie wir es machen. Ich mache blind. Ihr müsst beide das Becherglas ansetzen. Und dann gebe ich das Kommando. 3, 2, 1, los. Und dann müsst ihr das rassig reinschütten. Und jetzt kommt das Wichtigste. Zwei Schritte hinterher gehen. Nicht vergessen, gell? Weil wir... Johnny. Alles noch verstanden. Johnny. Becherglas nehmen. Johnny? Oh ja, Nein, du hast selber den. Rassig reinlernen. Ja. Zuerst anhängen, ich gebe das Kommando. 3, 2, 1, los! Das ist geil! So, mach mir Elefantenzahnpasta! Das ist aber lustig!
Schmeckt das? Wow, das stinkt. Wow, schön sieht es aus. Seht ihr, ihr dürft wieder hocken. Merci vielmals und Applaus für die zwei. Ja. Seht ihr, dass hier gleich noch Zahnpastand steht, habe ich noch etwas anderes mitgebracht. Und zwar ein physikalisches Experiment. Ihr kennt das, die drei Aggregatzustände. Fest, flüssig und gasförmig. Wasser, wenn es gefroren ist, unter 0, flüssig zwischen 0 und 100 Grad und als Dampf eben Gas. Und wir haben Luft, das ist nur Gas. Lässt sich übrigens auch besser einschnaufen als eine Flüssigkeit. Und die besteht aus 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff und dann noch 1% Argon, CO2, Methan und was sonst noch dazu kommt. Aber was ich heute mitgebracht habe, ist flüssiger Stickstoff. Weil wenn man den kühlt auf 197 Grad, dann ist er eben flüssig. Und wenn ich jetzt hier... Ihr seht, wenn der ein wenig ausleert. Das ist geil. Und wir jetzt aber noch ein wenig heisses Wasser rein tun, dann passiert etwa das Gleiche, wie wenn wir in eine Fritteuse Wasser tun. Es gibt sehr viel schönen Nebel. Das ist genau das richtige Ambiente für das, was wir jetzt machen. Ich habe hier eine PET-Flasche bei mir. Und in der PET-Flasche tun wir jetzt auch mal flüssigen Stickstoff drin. Und ihr könnt euch vorstellen, der verdampft genau gleich auch in der Flasche drin. Und irgendeinmal gibt es so einen hohen Druck, dass die Flasche friert. Und genau das machen wir jetzt miteinander. Das bedeutet für euch, sobald ich die Flasche ins Fass tue, müsst ihr die Ohren zu haben. Okay, alle, die Ohren zu. Es ist so, damit der Knall ein bisschen weniger gross wird, tue ich noch 4000 Tischtennisbälle drin. Und wenn wir jetzt einen kleinen Trommelwirbel bekommen, oder? Wow, cool! Das wäre das Naturgesetz gewesen mit Magic Science. Merci vielmals. So.